Hallo, willkommen zurück, Freunde, bei einer weiteren Folge XCOM 2. Das letzte Mal haben wir einen Versorgungstransport der Aliens angegriffen, haben einen neuen Gegnertyp gesehen, die Viper oder Reaper, die Avenger berechnet neuen Kurs. Vorher, oh, wollte ich jetzt eigentlich nicht hin, aber okay. Die im ersten Teil noch die Sinmen waren, sich laut Lore aber nicht mehr verstecken brauchen und jetzt ihre Originalform haben. Ja, des Weiteren haben wir unser kleines Schiff ein bisschen weiter ausgebaut, haben jetzt die Guerilla-Taktikschule und ein neues Energierelais. Ja, sind noch ein bisschen am Ausbuddeln und bauen einen Testbereich. Heute wollen wir mal schauen, was wir so machen können. Wir werden uns wohl die Vorräte schnappen und ja, mal schauen, was sonst noch passiert. Ein bisschen forschen. Mal schauen, dass wir die ganzen Räume fertig bekommen. Und generell mal versuchen, den Aliens ein bisschen auf den Sack zu hauen. Ranger berechnet neuen Kurs. Dann schauen wir erstmal, dass wir die Vorräte bekommen. Das sollte auch eine eingehende Übertragung. Von einem Einsatz wahrscheinlich. Nachricht vom Widerstand. Commander, der Widerstandsrat hat neue Informationen zu Einsätzen hoher Priorität. Operation vergeblicher Kummer, rette einen VIP aus der Adventzelle. Dafür kriegen wir Dr. Henrik Smith, einen Ingenieur und 97 Informationen. Dann wollen wir das Ganze wohl mal machen. Auf Mexiko. Rettungsmissionen sind eigentlich in der Regel nicht ganz so schwer. Da diese kein Zeitlimit haben sollten. Okay, ja, was nehmen wir mit? Gehen wir mit den üblichen Verdächtigen. Den Sniper brauchen wir nicht. Wir lassen mal irgendwas mit dem mal zu Hause. Den haben wir dann. Am besten wir leveln unsere Low-Level-Leute mal ein bisschen auf. Tatjana lassen wir dabei, oder? Wir lassen Tatjana dabei. Unsere beste Spezialistin. Die sollte hoffentlich unsere Leute ein bisschen am Leben halten. Dann nehmen wir statt unserem hochrangigen Grenadier noch einen Rekruten mit, der dann hoffentlich befördert wird, wenn er denn nicht das Zeitliche segnet. Und da wir jetzt auch einen Herstellungsbereich haben, können wir Magnetwaffen herstellen. Hey, das ist eine signifikante Verbesserung zu unseren alten Waffen. Werden wir jetzt dann auch direkt bauen. Und zwar das Gewehr und die Splitterkanone. Bisher können wir, wie gesagt, noch keine bauen. Nur diese Support-Gegenstand, den wir statt der Granate mitnehmen könnten, bringt aber nicht viel, da ein HP mehr nicht sehr beeindruckend ist. Ansonsten brauchen wir nicht viel. Wir bräuchten noch ein paar gesichtslosen Leichen, damit wir uns ein Imitationsgerät bauen können. Ist sehr praktisch und müssen wir machen, wenn wir es haben. Wie sieht man auch schon, dass unsere Leute die neuen Gewehre haben. Macht im Vergleich zum Standardgewehr, das 3 bis 5 Schaden gemacht hat, 5 bis 7 Schaden, also 2 Schaden mehr. Das sollte einen normalen Soldaten mit einem Schuss töten, wenn diese denn noch lange da sind. Und generell ein bisschen mehr auf den Sack hauen. Unserem Ranger geben wir die Schrotflinte wieder mit. Ist natürlich auch wieder ein bisschen besser wie das Gewehr.
Und ansonsten. Und ansonsten noch irgendwas, was wir ändern könnten? Nope. Jo, also haben wir einen Spielerwerfer, zwei Magnetgewehre und zwei Miniguns mit Granaten. Ich würde den Kollegen hier, wenn das geht, kann man das wechseln? Nein, man kann es nicht wechseln. Natürlich gerne ein Magnetgewehr mitgeben, da das schon besser ist wie die Minigun, aber die Minigun muss reichen. Die Granaten sind dann doch. Granaten, was rede ich da? Egal. Starten wir den Einsatz und schauen mal, wie das läuft. Lalalala. Sky Ranger eingesetzt. Man ist bereit für Einsatz. Jo. Wir haben soeben vom Sprecher gehört. Die Aliens halten eine VIP fest, die äußerst wichtig für den Widerstand ist. Und wir sollen die Rettung übernehmen. Wir müssen das Gebiet sichern, die VIP befreien und die Zielperson so schnell wie möglich evakuieren. Alles klar, unsere Ziele Retter, eine VIP aus der Admin-Zelle. Die sollen wir dann da rausboxen und sie dann zu einem 3x3 Extraktionspunkt bringen. Gegner, ja, eigentlich keine mehr. Sollten, denke ich, Viper oder Saturnen auftauchen. Die normalen Soldaten und Roboter wahrscheinlich. Dann gehen wir das Ganze mal an. Schaffen das Ganze verborgen. Wir sollten das Ganze verborgen schaffen. Und noch ein Dach. Das ist doch schon mal gut. Menace 1-5 haben bestätigten Aufenthaltsort der VIP. Zum Treffpunkt vorrücken. Eliminieren Sie alle Feinde. Immer alle Feinde eliminieren. Truppentarnung aktiv. Das war eigentlich nicht. Warum sollten wir? Macht nur mehr Stress, wie nötig ist. Sehen wir schon irgendwelche Feinde? Zivilisten nur bis jetzt. Alles klar, können wir noch ein bisschen weiter vorrücken. Verstanden, bewege mich zum Ziel. Hier sind mehrere Feinde. Alles klar, Vipern und Soldaten. Der Kollege ist unten im Gebäude. Versuchen wir es doch. Übers Dach. Oh. Dach ist immer gut. Vielleicht kommt die Patrouille auch unseres Weges. Wird erledigt. Und wir können sie dann direkt angreifen. Deswegen werde ich auch erstmal zwei Leute oben lassen. Schon unterwegs. Und diese dann im Schutz unserer anderen Kollegen nachholen. Falls der Gegner uns nicht entgegenkommt. Der Gegner kommt mir entgegen. Das kommt mir entgegen. Da können wir dann gleich drauf schießen. 68% ist auch ganz gut. Schau mal, was du kannst. Und hat die Viper mit einem Schuss bestätigter Abschuss weggeflext. Und dann natürlich direkt eine Beförderung dafür verdient. Der Soldat sollte jetzt auch kein Problem mehr sein. Können wir nach hier vorne vorrücken? Begebe mich zu dieser und Position. In den Rücken schießen. Hallo. Kugel für dich. Und die scheint sich darüber gefreut zu haben. Das war's für dich. Okay, unsere anderen Leute werden wir ein bisschen weiter vorziehen.
in den Feuerschutz bin auf dem Weg. Versetzen und unsere anderen Leute nachziehen. Biete Feuerschutz! Mal schauen, vielleicht können wir mit Tatjana auch diesen leckeren Turm übernehmen. Beziehungsweise. Bewegung! Und schauen, ob wir irgendwas rausbekommen. Düdüb, irgendwas hast du gesehen? Nee, anscheinend nicht. Aber es hat Düdüb gemacht. Okay. Ah, ja. Weiter nach vorne. Feuerschutz. Mir entgeht nichts. Und dann gehen wir mal weiter. Verstanden, bin unterwegs. Schaut, ob irgendwas im Gebäude drin ist. Nein? Okay. Dann gehen wir hier mit Feuerschutz. Bestätigt, Überwachung läuft. Die anderen ziehen wir jetzt nach hier oben. Und dann nächste Runde. Alles klar. So weit wie möglich alle aufs Dach. Komm mal hier runter. Bin gleich da! Du geh mal hier hin. Bin gleich da! Jetzt war nicht die intelligenteste Idee, rechts rum zu laufen, aber zum Glück ist nichts passiert. Und noch Isabella. Nach oben mit dir. Bin gleich da! Alles klar. Haben unsere Leute soweit. Können wir sie weiter nach oben befördern. Bestätigt. Natürlich so vorsichtig, wie es geht. Bin dabei. Wechsle Position. Und, ja. Wir nähern uns. Edwin Bodentruppen. Rucksack! Nicht nur den Gefangenen, sondern auch mehr Gegner. Wenn wir auf einen schießen. Ne, wir machen Feuerschutz. Feuerschutz! Ziehen unsere Kollegin hier. Wechsle Position! In den ersten Stock, gehen in den Feuerschutz. Wir können von hier schießen. Ist auch mal der Feuerschutz. Gebe Feuerschutz! Tatjana kann dann nach oben laufen. Eine. Geht in Ordnung. Die kann keine Granate werfen. 70% hört sich doch ganz annehmbar an. Versuchen wir das Ganze mal. Ist leider vorbei. Ziel verfehlt! Ja, was haben wir noch? Wir haben hier diesen Kollegen. Den wir dann auch in den Feuerschutz begeben werden. Bin auf dem Weg! Und mit etwas Glück den Schwerthoshi, der uns gleich anstehen wird. Einen kleinen Zwirbeler verpassen. Schwerer Beschuss in dieser Zone! Schwerer Beschuss in dieser Zone! Eins hat er getroffen. Nope. Zwei hat getroffen. Aber total. Und. Damit haben wir unseren ersten Verwundeten oder Toten und oder Toten. Ziel verfehlt. Stehe unter Beschuss. Da haben wir ja nochmal Glück gehabt. Das 1-5, Vorsicht, feindliche Abfangjäger sind auf dem Weg zu ihrer Position. Firebrand bleibt nur ein kleines Zeitfenster für die Extraktion. Ach, leck mich doch. Alles klar, wir haben doch ein Zeitlimit. Drück 8 aus. Runden noch. Deswegen sollten wir uns jetzt endlich mal ein bisschen beeilen. Schrotflinte ins ins Gesicht. Ziel erledigt. Den Kollegen versuchen wir irgendwie von hier oben wegzuschießen. Position bestätigt. Falls wir ihn nicht treffen sollten, kriegt er eine Granate. Na,
oder? Ich sollte mich hoffentlich nicht vom Dach pusten, sondern ihm seine Deckung wegnehmen und ein bisschen Schaden machen. Alles klar. Es hat ihn ein Stockwerk nach unten befördert. Was ihn jetzt so ein bisschen im offenen Feld gelassen hat für unseren Rekruten. Ist ganz ist in Ordnung, dass er unten stehen bleibt. Muss er nächste Runde halt einfach nur sprinten, um zu den Kollegen aufzuschließen. Wir schauen mal, was wir von dem Turm hier rausbekommen können. Versuche einzudringen. Falls es sich lohnt, können wir es ja versuchen. Also Informationen. Nee. Verborgenheit brauchen wir nicht wirklich mal. Das war also nutzlos. Und wir können weiter folgen. Ja, Feuerschutz, warum? Feuerschutz! Verstanden, bewege mich zum Ziel! Zwei, drei Gruppen Gegner sollten hier noch sein. Und deswegen schauen wir mal, dass wir hier am besten so gut wie möglich wegkommen. So. Er ist zwar jetzt in dem unteren Stockwerk, kann aber nicht sehr viel erkennen, oder... Schlecht beleuchteter Raum, beziehungsweise. Bestätigt, drücke aus! Scheiß Farbe. Vom Boden und den Wänden. Nächste Runde sind wir dann auch schon direkt. Mir entgeht nichts! Bei unserer Geisel, die wir befreien sollen. Okay! Und mit 7 Runden, das sollte in der Tat noch gut schaffbar sein. Tatjana bewegt sich mal an die Tür ran. Bestätigt! Muss zwar nicht direkt ranlaufen, aber... oder muss sie? Kann ich jetzt gar nicht sagen. Na egal. Wechsle Position! Da wir noch keinen Gegner sehen und die sonst in uns rein patrouillieren würde, brauchen wir auch nicht großartig in Deckung zu gehen, sondern können auf offener Fläche erstmal. Gerne Gebiet. Falls hier keine Tür gewesen wäre, hätten wir uns auch einen Weg mit Granaten freisprengen können. Ich probiere es. Da stehst du direkt daneben. Hättest du jetzt auch mal manuell machen können. Voll Sau. Entweder Einnahmen in der aktuellen Region um 25 erhöht oder düsteres Ereignis um 2 Wochen verzögert. Bei Fehlschlag kein Effekt. Oder mehr Einnahmen. Ja, ich nehme mehr Einnahmen. Oder auch nicht. Ja, aber Hauptsache die Tür ist offen. Wie als hätte es funktioniert, wenn wir das andere ausgewählt hätten. Geschafft! Aber naja. VIP in Sicherheit, sind unterwegs! Alles klar, dann. Minus 1-5, Status bestätigt. VIP im Schlepptau. Zum Evakuierungspunkt vorrücken. Damit haben wir unseren VIP. Positionieren jetzt uns an der Tür. Damit wir nächste Runde da durchbrechen können. Ja, 6 Runden noch. Läuft ganz gut. Läuft ganz gut. Zeigt euch. Zum Glück hat uns vorhin dieser eine Nahkämpfer nicht getroffen. Hätte unseren Typen umbringen können, hätte er einen Crit gelandet. Die VIP kommt mal hier hin.
Und du kommst mal hierhin in den Feuerschutz. Verstanden, bin unterwegs. Und dann nächste Runde schauen wir, was vor der Tür ist. Bestätigt, Überwachung läuft. Das sind Gegner. Die wir nicht treffen. Komm, töten wir wenigstens die Viper. Wenigstens die Viper, Leute. Das ist nicht gut. Daneben. Hier sind Elfentruppen. Habe ich nicht nur einen? Offensichtlich nicht. Die haben wohl ein paar Freunde gerufen. Alles klar, da kommt ein Verstärkungsschiff. Menace 1-5, wir haben einen feindlichen Transporter geortet, der auf dem Weg zu ihrer Position ist. Wir können jetzt versuchen. Was haben wir können versuchen? Wir werden versuchen, Granate! Diese Leute hier schnellstmöglich auszuschalten. Natürlich auch, um den VIP zu beschützen. Und natürlich um. Das heißt ja natürlich. Und um unsere ein, zwei Leute draußen in Stellung zu bringen. Um die eintreffende Verstärkung schon mal ein bisschen abzufangen. Feind am Boden! Ich muss bald nachladen! Nachdem unser Schwerthieb macht, glaube ich, nicht so viel Schaden. 3 bis 5, nein. Also werden wir ranlaufen und versuchen, den ganzen den Vieh in der Packung mit der Schrotflinte zu geben. Damit ist sie lieber weg. Haben noch das war's für dich. Ein bisschen Loot. Bin leer geschossen. Machen wir die Tür auf. Ist draußen irgendwas? Da kommt die Verstärkung. Wird schon nichts passieren. Tatjana geht mal in den Feuerschutz. Versucht mal irgendwas zu erwischen. Das unter Umständen rauskommt. Roger. Mit dem Herrn Mills. 5 Runden haben wir noch. Alles noch im grünen Bereich. Mit etwas Glück. Wir treffen jetzt eine Einheit schon zu Beginn. Und beziehungsweise so verletzen, dass sie nicht so gut überleben wird. Habe Blickkontakt zu einer Advent-Stellung. Jo, dann kommen wir ein bisschen näher. Ich habe Geschenke. Geschenke, Geschenke, Geschenke. Hallo. Kommst jetzt gleich eine Granate geschenkt mit deinem Freund hier. Hier, fang! Okay, mein Mann, der Garten hat es leider nicht erwischt. Aber auch nicht schlimm. Dafür haben wir ja noch einen mit Geschenke. Begebe mich zum Ziel! Oder kann der vielleicht sogar die Deckung von der anderen Hoshi wegschießen? Nee. Oder kann der Soldaten hier, fang! Eine Packung verteilen, eine Packung geben? Ja, Soldat ist weg. Ja, wir können mit unserem Rücken dort vorrücken. In den Feuerschutz schon mal gehen. Bin dabei. Tatjana kann in diese generelle Richtung vorrücken. Okay, schauen, ob sie nicht flanken kann. Den anderen. Ja, sie kann eigentlich auch direkt versuchen, ihn zu erschießen. Hat sie nicht getroffen. Alles klar. Daneben. Und unser VIP bleibt mal
In der Mutze. Wir sammeln den Shit hier auf. Begebe mich zu dieser Position. Das sieht nicht wie etwas aus, mit dem man irgendwem helfen würde, oder? Nee. Meine lieben Herren. Sehr gut. Mehr zurück zum Experimentieren. Der Doc wird das sicher sehen wollen. Ziehe an los. Die Hauswand da, um den Deckel zu haben. Schauen, was der Offizier jetzt so vorhat. Brauche ich keine Granate. Overwatch. Manus 1-5, feindliche Abfangjäger nähern sich mit hoher Geschwindigkeit. Ihr Evakuierungsfenster schließt sich. Ja, ja. Machen wir keinen Stress. Okay. Ach, komm schon! Hoher Munitionsverbrauch! Wir müssen jetzt hier irgendwie... Ja. Nähere mich der Zielposition. Overwatch erstmal auslösen. Nachladen. Waffe geladen. Ja, wir können es eigentlich mal versuchen, hier vorzulaufen. Rücke zur Zielposition. Den Kollegen aus der Deckung zu zwingen. Und so weiter. Wahrscheinlich nicht, ne? Ich rücke aus. Ja, müssen wir. Drücke zu Zielkoordinaten vor. Ja, müssen wir schauen. 28 ist jetzt nicht unbedingt sehr viel. Kannst du eigentlich in einer Runde. Nein, kannst du nicht. Okay. Das wird auf jeden Fall knapp. Lass mal die Deckung da weg. Granate unterwegs! Und der Heavy lädt dann nach und verleiht den Kollegen ein Gesetz warme Ohren. Hoffentlich. Daneben natürlich. Ja. Er muss auf jeden Fall nächste Runde weg. Was macht er? Schießen tut er. Granate werfen tut er. Arschloch. Die Sache ist mir zu heiß. Mir wird das hier zu heiß. Bisschen Feuer da. Legt euch mal ab. Alles klar. Wir rücken dann Richtung Evakuierungspunkt aus. Erschießen dabei diesen Kollegen hier. Und ziehen den VIP nach. Hab ihn erwischt. Bestätigt. Erstmal noch keinen unserer Leute in die Evakuierungszone. Sondern Feuerschutz. Da ja, der VIP noch fehlt. Und die jetzt im Video, dass da irgendwie noch eine Patrouille. Was ist los? Patrouille langkommt und uns den Tag versaut. Wenn es sein muss. Feuerfeuer. Mir entgeht nichts. Ja, guck mal nach hier hinten. Und du lad mal nach. Und gegen den Feuerschutz. Nachgeladen, zeigt euch! Manus 1-5, die Zeit läuft davon zum Evakuierungspunkt, ja. Sofort! Wir können dann jetzt alle raus. Raus hier. Verstanden, bin unterwegs! Evakuierung. Ab nach Hause! Was mir vielleicht fehlen würde, ist eine Taste, dass wenn alle Leute im Bereich der Evakuierungszone sind, beziehungsweise es in einer Runde schaffen könnten, so eine Schnellevakuierung möglich wäre.
das Ganze mit den Leuten einzeln in die Zone laufen und geht in Ordnung. Dann diese Animation anschauen, ist dann doch etwas lästig. Evakuierung bestätigt. Aber lief doch ganz okay. Keinen verloren. Einen Rekruten, einen neuen Job verpasst. VIP in Sicherheit und bereit zur Evakuierung. Ihn natürlich auch lebensgefährlich verletzt, aber hey. Hier ist Firebrand. VIP ist in Sicherheit. Bin dabei. Leben ist kein Ponyhof. Ja. Einen neuen Ingenieur. Bisschen Intel. Minus 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Und alle Aliens getötet. Hey, ja. Ich glaube, einer unserer Grenadiere hat auch eine Beförderung verdient. Ist auch ganz gut. Und ein neuer Rekord. Durchschnittliche Schaden pro Angriff. Das ist ganz gut. War aber auch vorherzusehen, da wir neue Waffen haben. Ja. Das verursachte Schaden. Warte. Unser Rekrut hat ganz schön Menschen auf der Kette gehauen. Dafür hat er auf jeden Fall eine Beförderung verdient. Und wir können unseren neuen Ingenieur natürlich auch direkt gewinnbringend an die Arbeit schicken. Können wir noch einen Raum freilegen extra. Oder können wir sogar die laufende Exkavierung, ist das überhaupt ein Wort? Exkavierung. Ausgrabung des aktuellen Raums vielleicht ein bisschen beschleunigen. Ein Schwerverwundeten, zwei Schwerverwundete. Die haben nur zwei Schaden bekommen, warum sind die schwer verwundet? Und unserem Schwerverwundeten, der nur leicht verwundet ist. Alles klar. Gabriel Mercier wird ein Scharfschützer. Okay, wenn es denn sein muss. Den geben wir auch Sperrfeuer. Damit kann er Leute unter Druck setzen. Ricky bekommt Klingenmeister, der seine Schaden mit Schwertern macht. Und Simpson bekommt Zer. Henrik Smith haben wir bekommen als Ingenieur und einen Elegantler. Hallo, Commander. Ja, hallo, Boys. Commander, die ständige Belastung durch den Krieg kann selbst unsere besten Soldaten erschüttern. Sie werden sich wieder erholen, solange wir für ihre Gesundheit sorgen. Alles klar, Tatjana, geht's mental jetzt nicht mehr ganz so gut. Ist anfälliger für Panik und Psi-Angriffe. Sie leisten verdammt gute Arbeit beim Zusammenhalten des Schiffs. Mehr bleibt uns nicht. Und die Aliens bedauern ganz gewiss seinen Verlust. Sie haben wohl nicht damit gerechnet, dass es je wieder fliegt. Ich bin wirklich froh, dass sie sich geirrt haben. Das kann man wiederherstellen, indem man diese Leute dabei hat und sie in einem erfolgreichen Einsatz nicht verletzt werden. Ja, wir haben eben Vorräte. Wir haben uns eben unsere Waffen aufgewertet. Dafür haben wir wieder einiges an Info. Das soll es auch für diese Episode gewesen sein. Wir haben uns einen Ingenieur gekrallt, den wir aus einer Stadt gerettet haben. Unsere Leute mit neuen Waffen ausgerüstet. Und werden nächste Runde mal schauen, was wir noch so machen können. Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, ciao.